Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Angstfrei lieben, Verlustangst überwinden und tiefe Verbindungen zulassen können. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin Denise, ich veranstalte diesen Kongress und heute habe ich zu Gast bei mir Jörg Fuhrmann. Grüß dich Jörg, schön, dass du da bist. Ja, hallo Denise und hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Vielen Dank fürs Einladen, vielen Dank fürs Interesse. Freue mich, dass ihr dabei seid und dass ich dabei sein kann. Ja. Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, Jörg, denn ich möchte mit dir heute über das Thema Verbundenheit sprechen. Ich habe ja auch in meinem Kongresstitel drin, tiefe Verbindungen zulassen können. Und ich glaube, es ist ganz spannend. Ich glaube, wir wissen alle, wie es sich anfühlt, getrennt zu sein. Aber wie fühlt es sich denn an, in Verbindung zu sein? Das sind alles so Themen, die ich heute mit dir gerne besprechen möchte. Aber vielleicht vorab möchte ich dich kurz den Zuschauern vorstellen. Du hast das Institut Freiraum gegründet, bist mittlerweile in der Schweiz lebend oder schon seit einigen Jahren und du bist Therapeut und Autor. Und ich glaube, dein Fokus ist auf Krisen, Dehypnose und andere Bewusstseinszustände. Ja. Hast du dazu vielleicht noch was hinzuzufügen? Ja, also ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht in den 25 Jahren Ausbildung, die ich hinter mir so habe. Habe auch ganz viele verschiedene Berufsfelder kennengelernt, sowohl anfangs angestellt als auch dann freiberuflich. Mit allen möglichen Klientel gearbeitet, von Intensivtätern, Suizidprävention ganz am Anfang meines Studiums. Später eben viele Projekte gemacht, unter anderem auch forensische Psychiatrie und dann eben halt mit Freiraum ist das dann eben mehr in das, also 1:1 Coaching gegangen, 1:1 Beratung, Begleitung und eben auch viele Ausbildung gemacht. Also ich habe so einen breiten Background, sage ich mal, aus Gestalttherapie, Hypnotherapie, systemischer Begleitung. Und auch ganz viel in diesem somatischen Bereich gemacht, also Somatic Experiencing, das Namen, Soma Embodiment, TRE, Tuning Board und dann eben halt ganz viele Jahre transpersonale Psychologie. Wer das jetzt nicht kennt, das ist also die Psychologie der erweiterten und veränderten Bewusstseinszustände. Ja, sehr interessante Vita, ne? Guter Lebenslauf, viel schon erlebt. Hast du eine persönliche Geschichte? Also irgendwie hängt ja so immer so der Mensch dran, Psychologie. Du hast auch so ein paar Traumasachen gemacht, also gerade so somatische Sachen, Ja. ist ja auch so Trauma. Hast du selber eine Geschichte, die du vielleicht teilen möchtest? Naja, also wir haben ja alle eine Geschichte, wenn wir uns mit sowas beschäftigen, mit Therapie oder überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich denke mal, mit diesen ganzen Sachen fängt keiner an, sich zu beschäftigen, wenn er nicht selber da ein Thema mit hat, ne? Und wenn er nicht selber dafür Antennen ausgebildet hat. Jemand, der diese Antennen nicht hat, der wird was ganz anderes machen. Der macht BWL oder ich weiß nicht was, ne? Ja, also irgendwas, was ein bisschen einfacher ist, hätte ich beinahe gesagt. Und ja, das ist bei mir halt auch so. Ich habe einfach ganz viele Trauma-Ereignisse in meinem Leben gehabt. Von Unfällen, zahlreichen Unfällen, mit einer Nahtoderfahrung ganz früh, mit einem Kellersturz, in einem Kellerloch, also in einem Rohbau. Und ja, auch Bindungstrauma erlebt und in meinen Familienlinien, in allen Linien ist Vertreibung drin. Stichwort Zweiter Weltkrieg und Erster Weltkrieg, Verlust von Haus und Hof und Familienmitglieder, die ermordet wurden. Also ganz viel Zeug dahinter, ne, wo ich einfach irgendwann gemerkt habe, das ist nicht nur von dir, sondern das kommt von wer weiß wo und die anderen gucken da alle gar nicht hin. Ne? Und ich war der Einzige, der da hingeschaut hat in der Familie. Und das Phänomen kennt man auch als schwarze Schaf-Phänomen. Da gibt es dann einen in der Familie oder eine, die hat dann eben halt die Antennen dafür, dass da irgendwas im Argen ist. Und fängt an, da hinzugucken, möglicherweise. Also an alle schwarzen Schafe da draußen, die Chance, dass da vielleicht auch ein großes Heilungspotenzial drin liegt, die ist enorm. Ne? Das würde ich sagen. Und die da nicht, keine Antennen für haben, die sind nicht unbedingt besser dran. Denen geht es vordergründig zwar im ersten Moment besser, aber
Mittel- bis langfristig ist das nicht unbedingt so gesagt, ne? Weil die Frage ist ja, warum sind wir im Leben hier? Und ich denke, wir sind hier, um, ja, wie soll ich sagen, unser Sein und zu vertiefen. Und da ist gerade, das hat Willige Seeger immer gesagt, gerade die Krise scheint da auch ein wichtiger Faktor zu sein. Wir können der Krise also nicht entgehen, wenn wir tief in der Tiefe reifen und wachsen wollen. Das hatte Jung auch so ähnlich beschrieben, dass wir uns nicht so auf die lichtvollen Gestalten allein fokussieren sollten, sondern wir müssten uns in unser Dunkel vertiefen, um wirklich zu reifen. Und das ist ja bei einem Samen, wenn der in die Erde gesetzt wird, ist das ja auch so. Ja, der geht erstmal ins Dunkel und dann bricht er nachher zum Licht hoch, ne? Und dann beginnt das Wachstum im Dunkel. Ne? Die Dualität, ne? Es braucht beides, Ja. Licht und Ja, Schatten, Leben und Tod, ne? ich würde sogar sagen, es ist eine Polarität. Es ist nicht entweder oder, ne? Sondern es ist sowohl als auch. Es gehört wie bei dem Yin und Yang, es gehört wie zusammen. Und das eine ist im anderen enthalten. Ja. Ja, absolut. Du hast vorhin schon gesagt, so Verbindung mit sich sein. Jetzt sind wir ja so Zuschauer, oder du kennst es auch, du hast selbst gesagt, du hast verschiedene Traumata, ich gehöre auch dazu. Und wir Also sind ja wir alle nicht haben die, ne? eigentlich, ich wollte gerade sagen, wir haben ja gesagt, Ja. oder schon mehrfach jetzt im Kongress gehört, dass wir eigentlich durchgängig Traumata erlebt haben, auch kollektiv. Wir haben alle eine Mutterwunde. Ja. Weil die Bereiche von Trauma sind nahezu endlos und diese Definition, die man bis vor kurzem noch in der Psychologie ausschließlich hatte, dass sich das hauptsächlich auf die großen Dinger wie Kriegstrauma, Unfälle und Überfälle und so weiter und Umweltkatastrophen beschränkt. Das ist natürlich eine Illusion. Im Grunde haben wir alle Ereignisse erlebt. Levine definiert das ja so, wo Überwältigung im Spiel war. Das heißt, die persönliche Kapazität hat nicht ausgereicht und es war kein wohlwollendes anderes Wesen zugegen, was uns hätte koregulieren können. Das heißt, was uns geholfen hätte, im Nervensystem in einer Harmonie wieder zurückzufinden und in Sicherheit zurückzufinden. Und das hat er eigentlich schon so definiert, dass das schon letztendlich Trauma ist. Und das erlebt ein Kind ja auch immer wieder, ne? Dass es wie verrückt schreit und keiner ist da oder keiner kommt, ne? Weil ja, die Eltern es nicht hören oder vielleicht außer Haus sind oder sonst was, ne? Ja, absolut gut, dass du das nochmal so nochmal beschrieben hast, weil ich glaube, das ist ganz oft auch so, dass viele denken so, nee, Trauma, eben, ich war ja nicht im Krieg, ich wurde nicht vergewaltigt, ne, sondern eben das sind auch ganz andere Sachen. Aber eben, auf was ich hinaus wollte, ist wirklich, dass wir dann ja oft eben diesen Schmerz, den wir damals erlebt haben, eben nicht nochmal fühlen wollen oder dass wir uns vielleicht sogar irgendwie teilweise abgespalten haben. Und das ist ja eine Trennung, ne? Wir sind dann nicht mehr in Verbundenheit mit uns selbst. Kannst du erklären, also warum tun wir das? Das ist ja irgendwie auch eine Strategie, oder die uns hilft. Ja, wir könnten mal so sagen, also grundsätzlich ist ja nichts nicht verbunden, das sagen uns ja die ganzen großen Weisheitslehren. Also, oder anders positiv gesagt, alles ist letztendlich verbunden. Das ist natürlich so eine Plattitüde, die man schon fast nicht mehr hören kann, hätte ich beinahe gesagt. Aber wenn das nicht aus einer Kopfgeburt herauskommt, sondern aus einer tiefen Erfahrung, ich hatte so eine Erfahrung mal in einem mystischen Retreat. Eine hatte ich auf einem Jakobsweg, die auf dem Jakobsweg am Schluss, auf den Klippen von Finisterre. Das war ganz krass, war das für mich. Ganz eindrücklich. Und eine hatte ich mit Ayahuasca bei den Shuar-Indianern im Urwald in Ecuador, wo ich dann auf einmal verstanden hatte, nach 2 Wochen Retreat dort, was gemeint ist damit, weil ich habe auch immer die ganzen energetischen Linien gesehen, diese Verbindungen zwischen den Pflanzen, den Menschen und so. Und konnte das, habe das wie gesehen, als so eine Matrix auf der Matrix, so, ne? Und dass wir da also eine Trennung zwischen eine Trennwand reinziehen. Ich meine, wenn du jetzt in der Wohnung eine Trennwand reinziehst, warum machst du das, ne? Das machst du, weil du irgendwie einen Bereich haben willst, der von dem anderen getrennt ist, der separiert ist, der vielleicht mehr abgesichert ist, mehr geschützter ist.
wo man nicht will, dass jeder, der quasi in die Wohnung reinkommt, sofort das Gerümpel dahinter sieht. Oder wenn der Locus ist, dass jeder sieht, was du da auf dem Locus machst, quasi mitten im Wohnzimmer so irgendwie, ja. Also, ne, das ist quasi wie eine Abtrennung so. Und diese Pfui-Ecken, sage ich mal, die haben wir ja intrapsychisch auch. Und das sind alles die Bereiche, wo wir irgendwann mal entschieden haben, oh, das ist übel, das ist gefährlich, da stinkt's, da ist irgendwas im Argen. Das müssen wir also verdecken, verstecken, zumachen, ne, wegdrücken. Und das aus der Ecke der Situation heraus, wo das entstanden ist, macht das total Sinn. Also, das heißt, zu der Zeit, in der Situation hatte man also nicht genügend Kapazität, nicht genügend Reife, nicht genügend Stabilität, Weitsicht, Konstitution, nicht genügend Energie, nicht genügend Raum, das zu halten, ne? Das auszuhalten und das dann letztendlich zu integrieren. Und der klassische Mechanismus, der dann dem Überleben dienen soll, ist eben, okay, das kapseln wir mal ein. Das macht der Körper ja auch, ne? Wenn im Organismus irgendwo wo was ist, was da nicht hingehört, was man nicht los wird, dann fängt der Körper an, das wie einzukapseln, macht da so eine Schleimschicht rum und verhüllt das irgendwie und ne, so. Und natürlich als erstes versucht er es rauszubringen, ne, irgendwie. Und ja, und wenn das nicht geht, dann wird das eben ja gut weggepackt. Und im Sinne des Überlebens ist es eben insofern sinnvoll, weil der Glaube aus der Zeit von damals ist ja, wenn man da noch mal hingeht oder da noch mal hinguckt, dann wird's wieder so bedrohlich wie da. Also wie es da war. Und dann hat man eben daraus geschlossen, in der Traumatherapie, oder der Traumatherapie gab es da noch gar nicht, in den 60er, 70er Jahre-Therapie hat man einfach gemeint, okay, du musst da einfach wieder hin und dann wird es alles gut. Und da hat man also einen großen Fehler gemacht. Und das wird heute auch gerne noch immer wieder wiederholt von, ich sage jetzt mal, eher Laientherapeuten. Ja, also diese Idee, du musst so schnell wie möglich da wieder hin und dann ist das alles ja, nice. Und das hat was damit zu tun, mit der Kapazität und den Ressourcen, die jemand hat. Und dann wird eben vergessen, dass wir ja nicht nur die Person sind, die dann zum Beispiel bei so einem Therapeuten aufläuft, die nach außen hin super ja, selbstsicher wirkt und eloquent ist und ihren Job macht. Und wenn ich mich auch noch ans Krisenzentrum erinnere, ja, vor fast ja, 24 Jahren, wo ich da war, die Leute kamen alle rein und sahen super aus und waren alle super top drauf und an der Theke vorne. Ne? Wenn man ein bisschen feinsinniger war, hat man schon gemerkt, oh naja, Aber auf den ersten Blick war das alles top. Wenn die Tür dann zu war von dem Raum, dann ging es los. Ne? Dann haben die dann oft erzählt, was sie schon geplant haben oder ne? So. Und da war man dann erstmal ziemlich erschrocken, ne? Also weil die Fassade läuft ja, die läuft und so. Und da vertun sich eben viele Therapeuten auch und machen dann zu schnell zu viel. Ist mir in meinem Leben auch immer wieder mal passiert. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass Leute dann gleich, wer weiß, wie gefährdet sind, aber ich meine nur, es passiert immer wieder, dass man zu weit nach vorne rausgeht und meint dann viel hilft viel und dann verschreckt es denjenigen eher und dann sagt er, nee, das ist dann doch nichts für mich. Das So tut ja nur wieder Sau. wieder Ja, genau, das retraumatisieren. tut nur wieder Sau weh und ich fühle mich wieder stundenlang elend oder wochenlang oder weiß ich nicht was und am Ende hat es mir nichts gebracht. So, ne? Und das sagt derjenige, der das dann vielleicht so erlebt hat, ja mitunter dann auch zu Recht, ne? Wenn ihm oder ihr das so passiert. Ne? Ja. Und wir kommen dann bestimmt nochmal darauf, wie man anders vorgehen könnte, mit welchen Methoden. Ich würde aber jetzt gerne nochmal auf das Gefühl eingehen. Oder was bedeutet, oder was hat es für Auswirkungen, wenn wir denken, wir sind nicht verbunden? Weil du hast ja schon gesagt, natürlich sind wir verbunden, aber eben gerade mit Trauma ist ja auch oft im System, ich bin allein, weil eben ich wurde allein gelassen. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendjemand, ne, für einen da ist, man muss alles allein schaffen und so weiter. Was hat das für Auswirkungen, wenn wir nicht in verbunden oder wieder mit uns in Verbindung vor allem kommen? Naja, dann ist man vor allen Dingen in der Illusion, sage ich mal, der Trennung.
gefangen und also dieses Zugehörigkeitserleben, das kann man nicht voll erleben. Man ist auch nicht voll im Kontakt mit dem, was ist, mit dem auch mit dem Sein oder dem an sich. Auch mit sich selber natürlich nicht, weil man von sich selber hat man ja schon gewisse Sachen massiv weggedrückt. Dadurch fehlt vielleicht auch die Faszination fürs Leben oder die Fülle des Lebens, von sowas wie das höchste Potenzial, zu dem wir eigentlich angelegt sind, was ja Liebe eigentlich ist, davon gar nicht zu reden. Das ist dann wie gar nicht mehr möglich. Zumindest in bestimmten Punkten nicht. Das ist halt auf eine gewisse Weise erstmal, sage ich mal, tragisch, ne? Und vor allen Dingen, wenn sich das dann manifestiert, weiter mani oder ja, zementiert vielleicht besser, dann ist man eher in der Angst. Und die Angst ist halt von der Schwingungsebene, wird der Esoteriker sagen, eher auf der untersten Ebene angesiedelt. Das heißt, da geht es dann rein um Schutz und ums Überleben. Survival Instinct, ne? Dann hast du vor allen Dingen im Stammhirn die Modi da am Laufen, ne? Fliehen, kämpfen, einfrieren. Und das haben wir ja auch gesehen, was das mit einem macht oder kollektiv gemacht hat jetzt die letzten Jahre, ne? Man hat das ja exzessiv Strategiepapier da 201, so viel Angst wie möglich verbreiten, ne? Also in der Masse und ja, wenn man das oft genug wiederholt, dann hat man halt eine Massenpanik, ne? Und das so. Das ist einfach ist schlimm, das ist grausam, ne? Wenn man da drin lebt auf Dauer. Also, du hast ganz schön gesagt, ne, eigentlich Angst ist das Gegenteil, oder mit einer Angst eben können wir unser Herzen nicht öffnen und nicht in Verbindung treten. Ja. Und wenn ich mir jetzt mal so kollektiv anschaue oder wie viele Menschen auch in Partnerschaften sind, in Ehen sind, in Beziehung, aber ich sage immer nicht wirklich in Verbindung. Und das passt auch zu dem Kongress, weil worum die zusammen sind, sind diese zwei gegensätzlichen Pole, die sich eigentlich anziehen. Die Ängste, die sich gegenseitig anziehen, aber eben, es hält uns eigentlich ab, in die Öffnung, also in die Herzöffnung zu gehen, ne? Und dadurch wirklich in tiefer Verbindung zu sein, ne? Na gut, da müsste man jetzt wieder fragen, was für eine Art von Beziehung haben Menschen miteinander und welchen Anspruch haben die an die Beziehung? Also heutzutage, ist das ja schon eine heikle Kiste geworden, sage ich mal, ne? Sich ja überhaupt auf das Risiko von Beziehungen einzulassen. Ich hatte einen Professor in Paarberatung, Paartherapie viele Jahre und der hat das auch immer gesagt, was heute als Anspruch an Beziehung gestellt wird, das war in früheren Zeiten gar nicht so. Ich meine, die Griechen allein hatten noch, ich weiß nicht, über 10 Formen von Liebe, ne? Also auch da gab es auch rein geistige Formen von Liebe und Verbindung. Ja, und zu erwarten, dass jetzt eine Beziehung alle diese Ebenen abdecken kann, zu 100%, ist ja völlig illusorisch, aber die Idee haben halt viele, ne? Und manche Menschen haben auch eine, ja, ich sag mal, eine Beziehung, eine Liebesbeziehung auf einer anderen Ebene als, ne, ganz intime Beziehung auf einer anderen Ebene als was wir jetzt so, wo wir sagen, das ist jetzt alles nur, ne, Liebe. Also das nur als das eine. Und das andere, ja, natürlich ist es so, wenn ich auf einer gewissen Weise zugebrettert bin, also vernagelt, dann bin ich nicht offen und dann kann ich, wenn ich, dann bin ich nicht mit mir in Verbindung in diesem Punkt. Sonst hätte ich es ja nicht vernageln müssen, ne? Also was da zubrettern müssen, alles, was da hinter ist. Und wenn ich da nicht mit mir in Verbindung bin, kann ich natürlich auch nicht mit einem anderen in Verbindung gehen in diesem Punkt. Und wenn man verliebt ist, dann sieht man vor allen Dingen ja immer das Potenzial, zu dem der andere oder die andere fähig wäre, wenn er oder sie nur wollte oder könnte. Und nach einer gewissen Zeit erkennt man dann auf einmal, oh, er oder sie ist ja gar nicht so. Und dann trennen sich ja viele auch direkt. Und dann ist die Chance eigentlich, den anderen kennenzulernen, wie er oder sie wirklich ist. Jenseits der eigenen Projektion, ne? Und dann beginnt eigentlich Verbindung. Also vorher ist man ja mit seinem Kopfkino verheiratet oder verbunden, ne? Hormone und was weiß ich, ne, was da Ja, alles. genau. Ich meine, ist ja auch eine schöne Phase, aber eigentlich ist es eine hochdramatische Phase, weil
in dieser Zeit ja die Hormone so Achterbahn fahren und das entsteht ja vor allen Dingen aus dem Drama, dass man das Gefühl hat, man hat das jetzt Ultimative gefunden und das könnte einem wieder verloren gehen oder vielleicht kriegt man es ja auch gar nicht. Ne? Das ist ja häufig in dieser noch nicht so richtig klar, ob man da jetzt eine tiefergehende Bindung eingehen kann oder nicht und dieses Hin- und Hergeworfensein in diesen Extremen, was man da sieht, was man haben könnte und was aber Gefahr ist, wieder zu entrücken, das löst ja gerade auch diese Kaskaden aus an diesen Extremen. Und sobald das dann wird, dann wird es ein bisschen anders. Das beklagen dann ja auch viele, meistens Frauen, dass es dann so danach schon, wenn es dann sichere Gewässer ist, so fad wird. Ne? So. Langweilig, Dann ja. heißt es immer, der Mann engagiert sich nicht mehr richtig. Ja, das, ja. Ja, ich glaube, Genau. das gibt es auf beiden Seiten, ne? Ja, das glaube ich auch. Aber ja, das ist genau das, ne? Dass dann viele wünschen, als wir uns kennenlernten, da war alles so aufregend und anders, ne? Ja, Und wenn natürlich. dann Aber der Alltag ein. da gehören ja immer zwei zu, ne? Und wenn dann noch die Kinder mit ins Spiel kommen, ne, dann wird es Ja, auch nochmal, klar. verändert sich ja auch alles nochmal. Ja. Wie wichtig Ja. ist es dann eben, wenn diese Sachen eben, wenn ich mit mir gut angebunden bin, wie würde sich das dann verändern? Oder verändert sich das dann auch auf meine Beziehung? Potenziell ja, natürlich, weil je mehr du mit dir in Verbindung bist, desto mehr bist du ja da, ja, wie soll ich sagen, bist du offen, je offen, also offen im Kontakt, flexibel, lebendig mit der Welt. Ich meine, guck dir Kinder an, wenn die in der Welt rumlaufen, ne, wenn die noch nicht versaubeutelt sind vom ganzen System und so, dann sind die ziemlich offen und ja, auch auf eine gewisse Weise naiv, sage ich mal, laufen sie in die Welt rein, weil sie fast keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, ne, wenn sie Glück hatten. Und ja, deswegen heißt es ja, du musst wieder werden wie ein Kind und so, hat ja so ein bekannter Religionsgründer gesagt. Ja, also da ist schon was dran, ne, an diesem, ne, ja. Picasso war es, glaube ich, oder war es Matisse? Ich glaube, nee, ich glaube, Picasso meine ich. Hat gesagt, ich habe mein Leben lang versucht, wie ein Kind zu malen. Ne? Ja, und Ja, eben noch dieses frei, egal wer mich bewertet oder was andere denken. ja. Na, ich sehe das ja bei meiner Tochter, die ist jetzt 7, muss man schon gucken, da kommt schon jetzt auch viel von außen mehr ein, dass sie da mehr Klar. guckt, wer hat was gesagt, wer guckt wie. Ne? Das verändert sich jetzt schon, das merke ich, aber eben, ich sehe so bei ihr auch dieses Barfußlaufen, Natur, Tiere, ne? Das ist noch so ohne Ja. Ängste einfach so drauf zugehen. Ne? Wenn ich überlege, was wir eigentlich so an Freiheit hatten, also jetzt so in der Jugend auch, sowohl als Kinder als später dann auch irgendwie als junge Erwachsene, wenn ich das sehe, wie heute, wie zwanghaft das alles im Denken geworden ist und wie schnell man persönlich beleidigt und gekränkt ist und fix und fertig ist und so, da siehst du ja das ist ja also hochneurotisch das meiste, ne? Womit kann man sich denn alles, wer weiß, wie identifizieren? Also jetzt gerade in dieser ganzen transpersonalen Psychologie ging es ja darum, sich nicht mit dem eigenen Ich zu identifizieren, was ja so ein spiritueller Übungsweg auch wäre, sich nicht mit dem Körper überidentifizieren, mit dem Job, mit dem, weiß ich nicht, ne? Man kann die Dinge alle auch haben, das ist völlig okay, aber immer wieder auch zu realisieren, okay, ich bin das nicht und ich bin hier auch nur auf der Durchreise. Ja, ich bin zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, also mit dem wesentlichen Kern meiner Seele, meines Seins. Ne? Und dann Und je auch zu mehr, sehen, okay, dieses Trauma oder was ich erlebt habe, ist eigentlich eine Erfahrung, die ich machen sollte oder wollte oder meine Seele. Ne? wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, Platon war das, der hat dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, wahrscheinlich ist das der beste Ort im Universum, wo man schlechte Erfahrungen machen kann. Hier. Der Gefängnisplanet, sagen ja manche, wäre das, ne? So. Ja, und ja, also ich vermute auch, dass uns die Sachen nicht unbedingt zufällig passieren. Und ob man sich das jetzt vorher punktgenau ausgesucht hat, das haben wir dahingestellt, das haben ja auch manche als Theorie auf dem Schirm. Hilft mir jetzt aber auch nicht unbedingt, die Aussage. Die Frage ist einfach, was ist der Dünger, der in der jeweiligen Situation enthalten ist? In Japan gibt es ja diese Praxis, dass dann eine gebrochene Tonschale mit Gold wieder zusammengeklebt wird, ne? Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil die kriegt danach eine ganz neue Ästhetik, so einen ganz neuen, ja, Duktus irgendwie da wird eben diese Wunde gewürdigt in dieser Schale dann, ne?
Und dann Und auch so die Frage so, nicht das, warum ist mir das passiert, sondern wozu? Ja. genau, richtig. Wozu, wofür, ne? Ja. Ja. Würdest du sagen, bist du verbunden mit dir? Ja, natürlich bin ich verbunden mit mir, sonst könnte ich den Job gar nicht machen, den ich mache. Aber das ist eine graduelle Angelegenheit. Also man ist nicht permanent, ich mache ja auch viele Supervisionen hier, zu 100% verbunden. Und ich habe auch meine Tage und Phasen, wo ich merke, oh, jetzt ist mir irgendwie was weggerutscht. Irgendwie gestern Abend war es noch da, heute Morgen bin ich aufgestanden, da war es weg. Also Wie irgendwas muss spürst man du doch in das der dann? Nacht. In der Nacht muss was passiert sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie ums Haus gelaufen bin. Ja, das kann ich gar nicht immer so sagen, aber ich meine, du kennst das ja auch mit dem falschen Fuß aufstehen, sage ich mal, ne? Oder irgendwie das Gefühl, du bist nicht ganz irgendwie, im Englischen sagt man aligned, ne? Du bist irgendwie verrückt. Man ist nicht so richtig, man ruht nicht so in sich, man ist zerfasert, ne? Irgendwie unstrukturiert ist oder energetisch irgendwie total platt. Ja. Was tust du dann, wenn du merkst, irgendwie, oh, ich bin nicht ganz mit mir? Das kommt dann auf den Tag an, ne? Also was so an Raum und Zeit dafür zur Verfügung steht, sage ich mal. Ich gehe auf den Rhein dann auch. Ja, also ist auch mein therapeutischer Ansatz, ein Teil meines Ansatzes, dass ich sage, okay, die Naturkräfte sind ganz wesentlich. Wasser, so Sonne, ne, Luft, Licht, Atem, dass das ganz wesentliche Faktoren sind, die uns dabei helfen, wieder hierher anzukommen. Ne? Erdung. Das Ja. heißt auch, also Naturelemente, ich habe schon so Wasser, Atem, sind ja auch so die Elemente, ne? Warum denkst du, spielt Natur so eine wichtige Rolle? Naja, wir sind Natur, ne? Und das erinnert uns eben an die alte Verbindung, Rückverbindung, die wir verloren haben, sage ich mal. So, wenn wir uns wieder in diese Rückbesinnen. Religio ist ja das, ne? Zurückbesinnen auf den Urgrund. Und wenn, ja, und wir sind religiöse Wesen, wir sind auch spirituelle Wesen. Das haben ja viele Menschen auch völlig abgespalten, vor allen Dingen Männer, ne? Häufig ist das gar nicht vorhanden. Aber wenn du das Herz nicht geöffnet hast, kannst du auch nicht spirituell sein. Das eine geht ohne das andere. Sonst wird das eine Kopfgeburt und wenn das eine Kopfgeburt wird, dann ist das meistens sehr unerträglich und dann wird das häufig sehr gekünstelt. Ich glaube, je mehr jemand beleuchtet ist, schrägstrich erleuchtet ist, desto mehr wird er natürlich. Und dieses ganze gekünstelte Zeug fällt immer mehr ab, diese ganzen Klamotten. Und wir haben ja, als Menschen haben wir ja diese fünf, wir sagen fünf biologische Grundbedürfnisse oder Kernbedürfnisse. Das allererste ist Kontakt. Ne, dass wir, ne, das weiß man von diesen ganzen auch Babyversuchen und so weiter. Und in den 50er, 60er Jahren hat man diese Versuche gemacht mit den Harry Harlow, mit dem Äffchen, mit der Babyflasche und mit dem Metallgitter. Und der Affe ist immer dann zu dem, nicht zur Babyflasche gegangen auf dem Metallgitter, sondern eben zu der Attrappe mit dem Fell drauf. Und da hat man sich mal gewundert, wieso, da kriegt er ja gar keine Milch. Ja, aber das Fell und die zwei Knöpfe haben ihn halt erinnert, unbewusst erinnert an eine Affenmama. Ne? Und zu dem Drahtäffchen ist er nur hingegangen, wenn er was zu trinken wollte. Dann hat er sich das geholt, ist wieder zurück zu dem Fell gegangen. Ne? Erstmal verstanden, ich glaube, das war 58 oder wann die das gemacht haben. Aha, es gibt ja sowas wie Bindung. Ne? Das ist ja irgendwie anscheinend auch wichtig. Ne? So, und ja, also Kontakt ist der Anfang von allem. In der Gestalttherapie ist der Kontakt ganz wesentlich als Grundlage für menschliche Begegnung. Dann haben wir die Einstimmung. Das heißt, dass jemand anderes sich einstimmt auf den Kontakt mit mir oder auf meine Bedürfnisse, auf mein Sein, auf meine Qualität, die ich gerade habe, auf meine Kapazität, die ich gerade zur Verfügung habe, das, was ich gerade geben kann oder vielleicht auch nehmen kann. So. Wenn das nicht da ist, ist schon schwierig, ne? Also bei all diesen ganzen Sachen, wenn die nicht da sind, dann wird es schwierig.
Dann ist ja Vertrauen, also dass ich, dass jemand mir in mir, also Vertrauen in mich hineingibt, aber von dem ich auch lerne, was Vertrauen ist oder dem ich lerne zu vertrauen. Wenn ich da also nur Sachen erlebt habe, wie soll ich sagen, die verstörend waren oder wo es nicht eine gesunde gegenseitige Abhängigkeit gab, sondern eine, die eben maligne ist, also ungesund, wo eine einseitige Abhängigkeit besteht zum Beispiel, dann ist das Vertrauen ja auf Dauer gestört, ne? Und dann ist natürlich der Mensch, das hat Hüther und so, die haben das ja auch super beschrieben damals. Der Mensch braucht natürlich auf der einen Seite diese Verbindung und auf der anderen Seite diese Autonomie, das Autonomiestreben. Das merkst du ja, sobald die Kinder anfangen zu krabbeln und dann nachher zu laufen und dann später dann in diese ersten narzisstischen Phasen dann kommen und dann in die Pubertät kommen. Das ist ja immer die Wegbewegung auch. Und da sind ja Eltern dann durchaus auch gekränkt, wenn die Kinder das plötzlich machen, weil die das dann persönlich nehmen. Und dann merken die Kinder schon, oh, das ist schwierig. Und dann ist das schon mit der Autonomie nicht mehr so ganz einfach. Das sind dann häufig Menschen, die hinterher keine Grenzen setzen können, ne? Oder ihre Meinung nicht sagen können, zu sich nicht stehen können. Und ja, an sich einfach das Gefühl, dass man geliebt wird, dass man also eine Beziehung hat, wo man emotional verbunden ist, das macht auch dann das Herz auf. Wenn das also nicht da ist, dann wird es auch sehr, sehr schwierig für vieles. Dann so ist man eigentlich die ganze Zeit so ein Fass ohne Boden und sucht und sucht und sucht in der Welt, ne? Und Lowen und Reich, die hatten damals so Begriffe dafür. Also wenn das Erste, das Kontaktmäßige, wenn das nicht entsprechend genährt worden ist, dass man also eine verkörperte Nähe erlebt hat, dass man wirklich eine Bindung aufbauen konnte und daraus dann letztendlich auch so eine Art Urvertrauen, dann entwickelt man letztendlich so eine schizoide Persönlichkeitsstruktur, sagten, so nannten die das. Ja, also das heißt, dann baut man sich so ein Überlebensmuster im Sinne des Über, weil hatte ich am Anfang gesagt, es dient alles immer dem Überleben. Also man baut eine Struktur sich, mit der man dann trotz dieses Defizits überleben kann, ne, in der Welt. Ja, und man kann eigentlich sagen, je mehr man sich mit einer gewissen Überlebensstruktur dann identifiziert als bin ich, desto mehr ist man wiederum, das war da eine Frage am Anfang, von der abgespalten vom Wesentlichen, von der, man ist von sich selber getrennt, vom eigenen Erleben, vom Körper, vom Gefühl, von der Emotion und vice versa, desto mehr Fassade hat man am Laufen, desto mehr gekünstelt ist man, desto mehr Verzerrung hat man, man ist unecht, man ist nicht in Verbindung, nicht in Begegnung, man ist nicht reguliert, man büßt auch Lebendigkeit ein. Ja, und die Beziehungsfähigkeit geht verloren letztendlich, könnte man sagen. Und wenn das bei dem Kontakttyp, also diese Kontaktebene, wenn die quasi, wenn das nicht erlebt wurde, diese schizoide Struktur da drauf gefropft, ist jemand also geprägt von so Sachen wie, ich bin ein Außerirdischer. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich dürfte gar nicht sein. Das ist so dieses Dissoziierte. Das haben auch viele, die Trauma erlebt haben, erleben auch genau das. Und viele Hochsensible beschreiben das im Übrigen auch. Das kann man dann auf eine gewisse Weise kompensieren. Da gibt es dann immer so den Sprung ins Gegenteil, sagte Claudio Naranjo damals dazu. Ne, das ist dann so, ja, diese Coolness, die man dann im Jugendalter auch hat. Ich bin so cool. Also cool heißt ja kalt. Das heißt, ich habe kein Gefühl. Mir macht das nichts, das prallt an mir ab wie an einer Ritterrüstung. Ich bin total emotionslos. Also das ist so die Message, ich brauche niemanden. Das finden Mädchen dann komischerweise toll in der Zeit. Ganz oft so, ne? Gerade so in diesem Jugendalter ist das so, ne? Das heißt also, da ist Nähe gleich Gefahr.
Und wenn Nähe gleich Gefahr ist, ja, dann hat man also, wie soll man da jetzt eine Bindung aufbauen mit jemandem, eine Beziehung? Das geht ja eigentlich gar nicht. Man hat mit sich selbst keine, mit jemand anders auch nicht, weil das ist ja Gefahr. Aber Leute, die diese Struktur haben, gehen ja trotzdem Beziehung ein, ne? Und dann gibt es natürlich massive Probleme. Und dahinter ist häufig eine ganz enorme Wut, aber gestaut und am Deckel, ne? Das heißt also, da ist eine tiefe Angst dann dahinter vor dieser Wut, aber auch eine große Sehnsucht nach eben Kontakt und nach all dem, was da verdrängt wurde. So. Und das ist so dieser eine, da kann man mal gucken, ob man sich da so drin wiederfindet oder ob man jemanden kennt, den man als Übung jetzt, ne? Oder ob man jemanden kennt, der da eventuell reinpassen könnte, so aus der Familie oder Herkunftsfamilie, Hinkunftsfamilie, ne? Ob es da jemanden gäbe. Ne? Dann die zweite ist jetzt, das ist ja diese Einstimmungs, Dynamik, ne, sage ich mal, oder diese Einstimmung des Kernbedürfnisses, dass sich jemand auf mich einstimmt. Und das Überlebensmuster daraus ist dieses, wenn ich das nicht erlebt habe, dass sich jemand auf mich einstimmt, fühle ich mich eigentlich ständig leer. Ich bin eigentlich, also das nannte Lowen dann diesen oralen Charakter. Das ist also der Typ, der eigentlich nie genug hat, der immer sagt, ich brauche. Oder der andere muss immer dieses, jenes machen, damit es mir gut geht. Ne? Also dieses, ich versorge mich quasi, ist so auch dieses Ding da drin. Ne? Oder passe dich mehr an. Ne? Also das ist so dieses, und wenn du auch als Therapeut, ne, das sind dann häufig so die Therapeutenkiller, ne? Wenn, kannst dich noch so engagieren, kannst noch so viel machen. Und am Schluss heißt es dann, ja, aber in dem Moment hätte ich von dir gebraucht, dass du die Hand nicht dahin legst, sondern dass du sie dahin gelegt hättest. Oder ich hätte nicht so einen sanften Druck, sondern festeren gebraucht. Oder wenn der Druck fester war, ja, der Druck war aber grenzüberschreitend. Ich hätte eher einen sanfteren Druck. So, ne? So, also das ist ganz häufig dann auch so dieses immer wieder, ich werde nicht satt, ich kriege das nicht, was ich will. Und ich kann das auch nicht sagen, was ich will. Ne? So. Und das Gegenteil davon ist, ich bin total die Starke oder der Starke. Ne? Ich selbst habe gar keine Bedürfnisse. Ich brauche gar nichts. Also auf mich muss sich gar keiner einstimmen. Aber was brauchst du denn? Ich helfe dir mal. Ne? Dann kommen halt diese Leute zum Zuge, die gerne in Jobs sind. Da hatte der Schmidbauer das Buch geschrieben, Hilflose Helfer, die also in helfenden Berufen sind. Sprich, meine Zunft ist da gerne vertreten, dann die Pädagogen, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Pfleger, die kirchlichen Leute, alle, die immer schön bei den anderen gucken und nie bei sich selbst. Ne, so. Und auch in Partnerschaften sind das dann die Co-Abhängigen. Der Mann liegt im Koma in der Garage und der Chef ruft an, warum kommt er nicht zur Arbeit? Die Frau sagt, er ist krank. Ne, so. Das ist so. Das, wie gesagt hatte, das ist diese Vertrauensebene, das ist also dieses einfach dieses gesunde Vertrauen einfach und diese wechselseitige Abhängigkeit und nicht eine einseitige. Und wenn ich das nicht bekommen habe, dann habe ich eben ganz schnell ein Gefühl von Ohnmacht oder dass ich eben benutzt werde und verraten werde. Und ganz logisch, das war ja vorhin auch deine Frage, dann ist eine wechselseitige Beziehung schwierig. Ist nicht möglich, ne? So, wie kompensiert man das im Fall des Falles? Also da haben wir sehr viele Menschen, die das natürlich so machen, auch sehr erfolgreich, ne? Nämlich über Erfolg. Man macht den Starken, man trainiert, man ist fit, man ist sexy, man ist, guck dir Instagram an, ne? Also voll davon, ne? Also man sieht gut aus, man ist ja, also Narzissmus in Reinform. Man manipuliert dann auch gerne, zum Beispiel durch Erotik. Ne? Kann man, ne? Das ist. Und dann die vierte, das ist so die Autonomie. Ne? Das sind so diese Erfahrungen, dass ich eben meine Grenzen setzen darf oder mich noch rausbewegen darf oder meine Meinung sagen werde, ausgegrenzt werde, ignoriert werde und so weiter. Genau, das sind nach Lohn die Masochisten. Ach so, das vorherige, das Vertrauen, das waren die psychopathischen Strukturen dann, die da rauskommen, wenn es dann eben nicht gut läuft. Und
Ja, das sind dann Leute jetzt, also bei der Autonomie, wo das nicht gut gelaufen ist, die dann häufig in dieses extrem rebellische gehen. Ich gehorche niemandem. Mir schreibt niemand was vor. Du sagst mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Ne? Ich, wenn dann, enttäusche ich. So. Ja, also, oder wenn wir eine Beziehung miteinander eingehen, dann nur zu der Kondition, dass sie offen ist. Dadurch so den Bindungsängste da eingeordnet, ne? Ja, also weil alles andere wäre eine Falle für denjenigen. Ja. So, und die Gegenkompensation davon ist wieder das, hatte Claudio Naranjo damals auch schön beschrieben, der Gegenpol davon, das ist eben der Konformist, der Konformismus. Also, ich mache alles so, wie du es willst. Ich bin total lieb. Ich bin so lieb und ich enttäusche niemanden. Weißt du, so dieses, ah, ich kann keiner Fliege was zuleide tun. So Wo dieses du dich fragst, Angepasste, ja, so. extrem. Ja. Wo man sich einfach fragt, okay, und wo ist da jetzt die Aggression? Verbindlichkeit. Ja, gibt es die überhaupt? Ne? Ja. Und, die fünfte, um das eben abzuschließen, ne, das ist eben das, was wir vorhin hatten, das Thema Liebe. Ne? Das ist so dieses, das ist dann nachher diese rigide Struktur oder so eine hysterische Struktur. Freud hatte das auch mit Hysterie dann hinterher beschrieben, wo es dann eben um überhaupt Beziehungsfähigkeit geht oder auch um Emotionen, wie gesagt, Verbindung geht, um offenes Herz geht, aber auch um Leben und Erleben von einer erfüllenden Sexualität geht, auch sich sexuell einlassen, körperlich einlassen, sich öffnen, hingeben, abgeben, Kontrolle auch abgeben und so weiter. Ja, dieser ganze Bereich gehört dazu und wenn in diesem Bereich was schräg gelaufen ist, das heißt also zu schnell zu viel oder gar nichts oder inadäquat. An einem bestimmten Zeitpunkt im Leben ist es ja nicht mehr so ganz, also wenn die Tochter beim Papa auf dem Schoß sitzt und Hoppe Reiter spielt, ne, ist das erstmal grundsätzlich, ist nichts dabei, aber wenn der dann merkt, er kriegt da irgendwie andere Filme bei, dann ist es schwierig und dann wäre es ganz gut, wenn er das dann anders machen würde, sodass das eben nicht der Fall ist, ne? Es gibt dann auch Väter, die an einem bestimmten Punkt gemerkt haben, oh, jetzt kommt sie in der Pubertät. Oh, jetzt, und dann haben sie gemerkt bei sich, dass sie da irgendwelche Übertragungen haben, sexueller Art, auf ihre Töchter. Und dann haben die, oder aus Angst davor, vielleicht es haben zu können, haben sie von heute auf morgen den Kontakt abgebrochen. Das haben viele Frauen beschrieben, auch ja, hier auch mir immer wieder beschrieben, dass es einen Punkt gab, wo der Vater sich auf einmal komplett abgewendet hat, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, und sie wussten nicht warum. Und das hat dann eine ganz große, tiefe Wunde gerissen in ihrem, ja, Selbstgefühl, in ihrem Leben. Und da war auf einmal irgendwie was, dann haben sie sich auf einmal verknüpft, ah ja, was hat sich verändert? Ja klar, ich habe angefangen, Brüste zu kriegen. Aha. Okay, also das ist schmutzig oder ich bin, ne, das ist nicht okay. Deswegen hat er sich abgewendet. Das Frausein ist dann, kommt dann daraus, ist nicht okay. Ich bin makelbehaftet oder ich bin deswegen nicht liebenswert. Und was natürlich das natürlich ins Extrem, sage ich mal, potenziert, ist das Thema, wie gesagt, zu viel oder das Falsche. Das wäre in dem Fall Missbrauch. Also auch körperlich sexueller Missbrauch. Ich hatte da auch mal ein Interview zu gemacht, das finden auch Menschen in meinem Kanal, habe ich da sehr ausgiebig drüber referiert. Wer das sich mal angucken will, kann einfach bei mir in YouTube mal reingehen, weil das ja ein ganz eigenes Thema nochmal ist. Aber nur um das mal, du verlinkst ja wahrscheinlich meinen Kanal nachher unten, dann können die Leute das Ja, finden. ja, ja. Um das mal zu sagen, also das gehört auch in diesen Bereich dann rein. Und was da eben dann, also das sind dann eben Menschen, die laufen durchs Leben und ja, sind dann so die graue Maus, weil sie immer sagen, ich bin mit Makeln behaftet und oh Gott, guck mich bloß nicht an. Und für die ist auch schwierig, eine Beziehung zu finden. Und wenn sie eine finden, dann auch zu akzeptieren, also zu akzeptieren, dass jemand zum Beispiel attraktiv findet oder dem Partner überhaupt zu glauben. Ne?
dass das so ist. Und die Kompensation ist wieder, ich muss perfekt sein, ich muss makellos sein, fehlerlos. Ne? Und ich im Fall des Falles auch hier weise ich andere ab. Ne, Robbie Williams hat das mal in einem Song gesagt. Before I arrive, I'm preparing to leave her. Ja. Ja, das passt so ein bisschen dazu. Ne? Und also das sind so diese fünf Kernstrukturen, die dahinter stehen. Oftmals, dass eben Beziehungen nicht miteinander gut funktionieren, also harmonisieren, funktionieren, harmonieren, wollte ich sagen, weil ja beide, wenn sie sich jetzt begegnen, gewisse Strukturen am Laufen haben und die dann miteinander interagieren. Und wir haben ja alle nicht nur eine, sondern wir haben wahrscheinlich von jeder Struktur irgendwie was, weil wir überall auch Defizite erlebt haben. Und je nach Situation, je nach Tagesform, nach Ort, nach Zeit, nach Dynamik, nach Lebenssituation, nach kollektivem Feld, das gehört ja alles dazu, oder gerade auch spirituelle Offenheit. Je nachdem, oder hormoneller Situation, ja, also weißt ja selber, ne, als Frau, das ist ja durchaus anders und bei Männern ist es anscheinend auch so, dass es irgendwie so eine Art Zyklus gibt, wo es dann anders ist und ja, dann kommen einfach eher Sachen aufs Tablett. Die ganzen astrophysischen Einflüsse müsste man auch nehmen, Schumann-Frequenz etc., planetare Strukturen, Sonnenwinde. Neumond, Neumond. Ja, genau, ja. Ganz massiv, ne? So, und ja, das spielt alles eine Rolle, interagiert alles miteinander. Und deswegen sind Beziehungen einfach so schwierig in der heutigen Zeit, weil man nicht wie in alten Kulturen viele verschiedene Menschen hatte, an denen man sich orientieren konnte, sondern hat vor allen Dingen zwei. Und wenn die beide neurotisch sind, dann hast du nicht so viele Möglichkeiten, dem zu entkommen, weil du kannst einfach nicht deinen Koffer packen und gehen, wenn du 5, 6, 7 bist und sagen, ja, ich gehe zu Nachbarn, die freuen sich, wenn ich komme. Das funktioniert halt nicht. Ne? Ja. Und dazu noch, und das kann man häufig sehr gut im Berufsleben kompensieren. Das heißt, weil man da emotional nicht so beteiligt ist oder mit Freunden oder so. Aber wehe, es wird emotional verbindlicher oder enger. Dann kommen die Sachen nämlich aufs Tablett. Oder du machst wieder einen Urlaub bei der Family. Ne? Dann auch das härteste Retreat, was du machen kannst, in bestimmten Weihnachten. Konstellationen. Ja. Ja, Weihnachten im Familienkreis. Ja, zum Beispiel. Und da sind dann auch das ist auch so ein Punkt, ne? Es ist auch wieder Ort, Zeit, Erwartung, eine Tradition. Und das ist alles oft, ne? Deswegen sind die Scheidungen nach Weihnachten so durch die Decke, ne? Ja, absolut. Das war jetzt nochmal ganz spannend. Das kann ich tatsächlich auch noch nicht so in der Form, ne? Also ich kenne so die vier Grundbedürfnisse, dann Maslow-Pyramide, so, ne? Aber das jetzt nochmal so zu sehen. Und ich habe auch gemerkt, so, ich hatte so verschiedene Sachen. Und dann kann ich jetzt wirklich nochmal für die Zuschauer, wenn wir das jetzt so mal als Übung sehen oder als Bewusstseinsübung, ich schaue mir an, wo ich Defizite in diesen fünf Kategorien hatte. Ja, da mal so reinzugehen und mal reinzuspüren, auch mal reinzufühlen, wo resoniert was in mir, resoniert was im Bauch, im Brustbereich oder kommen mir irgendwelche Ideen, Bilder, Erinnerungen dazu hoch. Wenn man sowas macht, ist immer gut, immer nur so viel zu machen und sich anzugucken, wie man das Gefühl hat, es geht einem noch gut. Und ansonsten wieder reorientieren auf Sicherheit und so, ne, im Raum. Weil das kann ja auch sehr schnell, wenn man sich jetzt mit so Sachen anfängt zu beschäftigen, sehr schnell dann wieder einen regressiven Charakter haben, je nachdem, wie belastet jemand ist. Ne? Wenn man jetzt, ich rede jetzt mal so von Leuten, die eher klinische Fälle wären oder so, da wäre schon sowas wieder heikel vielleicht. Ne? Wenn wir jetzt von normalen Neurotikern reden, wo ich sage, die sind halbwegs stabil im Leben, die haben ihren Job, ihre Familie und so weiter, da kann man sagen, okay, da kannst du dir mal angucken. Ne? So. So. Ja, Jörg, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, dass du dabei bist beim Kongress. Vielleicht zum Danke auch. Abschluss noch für die Zuschauer, hast du einen Tipp oder einen Impuls, wie sie wieder angstfrei leben können? Ja, also der Tipp oder Impuls ist der, sich mal mit diesen vielleicht Strukturen zu beschäftigen und
Frei nach Krishnamurti könnte man auch sagen, wie sehr liebst du denn zum Beispiel das Tau des morgendlichen Rasens unter deinen Füßen oder das Blau des Himmels und der vorbeiziehenden Schäfchenwolken, wenn es sie denn nochmal gibt. Selten genug sind sie ja, aber ja, also oder das Plätschern des Baches oder des Flusses. Und wenn wir nicht anfangen, diese Dinge auch wieder zu lieben, als wenn sie unser eigen wären, also unser Innerstes wären, dann ist das sowieso eine falsche Liebe, glaube ich, weil Liebe ist eigentlich nicht exklusiv, sondern bezieht letztendlich das Sein an sich, die Umwelt, alles mit ein. Das bedeutet nicht, dass man alles mit sich machen lassen muss, denn wenn man alles liebt, liebt man auch sich selbst und seinen Körper und wenn einen jetzt jemand überfallen wollte oder so, dann setze ich mich entsprechend zur Wehr. Oder wenn jemand meine Grenzen, das war ja genau das, was wir von denen hatten, wenn jemand meine Grenzen dann platt trampelt oder überschreitet, dann setze ich die. Der Mangel an dieser Selbstliebe ist ja eben, oder man könnte auch sagen, der Mangel an Liebe ist das Grenzenlose, Entgrenzte. Genau. Und ja, auch da wieder eine Feinsinnigkeit, Feinfühligkeit zurückzufinden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit jetzt ist der Beziehungskiller Nummer eins das Smartphone und das ganze Internetgedöns, also überhaupt das ganze Gadgets. Jetzt kommen demnächst die Brillen dazu. Man sieht die Leute schon damit rumrennen. Das ist der Untergang der Beziehung. Da habe ich schon vor zig Jahren Videos zugemacht. Also da tust du dir selbst und deiner Familie und deinem Kind und so weiter unheimlichen Gefallen damit, wenn das Ding mal weg ist dann so, ne? Wenn man das oder wenn die Aufmerksamkeit den kon direkten Kontakt erfordert und du das Ding, ich habe jetzt kein Smartphone hier, aber wenn du das dann mal wegtust und sagst, ja, ich bin da, ne? Ich liebe mein Smartphone nicht mehr als dich oder nicht mehr als mich selber. Schafft So ja auch davon. wieder Trennung, ne? Dieses Ganze, Ja. also ich meine, wir brauchen es alle, ne? Wir arbeiten damit. Kontakt, das hat auch viele Vorteile, aber trotzdem, also ich sehe das auch hier in Asien, das ist ganz krass, jetzt sitzt jeder einfach nur noch, da guckt niemand mehr, wenn du reinkommst. Da würde ich gerne nochmal, wir haben zwar schon das Abschlusswort gemacht, aber da würde ich gerne nochmal reingehen, ne? Wie formuliere ich das jetzt neutral? Wir haben gerade gesagt, so diese ganzen Gadgets, ne, Smartphones und so weiter, es schafft Trennung, Trennung in Beziehungen, Trennung in Familie. Ist das kollektiv gewollt? Provokativ gesagt, gefragt? Ob es kollektiv gewollt ist, weiß ich nicht. Also das Kollektiv macht ja mit. Aber ich sag mal, tendenziell, ich habe da ja einige Videos auch zu gemacht zu diesem Thema Trauma in der Gesellschaft. Also in tendenziell muss ich ja sagen, ist unsere ganze Struktur so angelegt ich sag's mal, ersten Tag der Empfängnis an, hätte ich beinahe gesagt, über den Geburtsprozess, wie der abläuft, klinisch und so weiter, und dann hinterher, wie das weitergeht in der Gesellschaft. Welchen Bildern man ausgesetzt wird, die ganze Verwirrung, die da stattfindet. Also im Grunde geht es ja von vorne bis hinten immer wieder um Kontaktabbrüche, um Überwältigung, überwältigende Bilder, überwältigende Informationen, Angst, 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 um Sachen wie, also um Verbindung oder so, oder irgendwie, also auch zu sich selbst und überhaupt, also zum Leben, zum Sein an sich, zu den Essenzfragen des Lebens, habe ich da bis jetzt in den Einrichtungen, die ich so durchlaufen habe in meinem Leben, nicht so viel vorgefunden von, die einem auch vielleicht, also von den ersten, letzten Fragen des Lebens und Seins gar nicht zu reden, aber mal von Sachen wie jetzt einen Konflikt mal zu klären oder mal ein Gefühl für sich selber oder Umgang mit Emotionen, allein solche Sachen, so. Ich weiß nicht, wie es heute ist, bin ja auch schon jetzt ein alter Sack. Aber ich meine, weißt du, das ist drauf ausgelegt, ja, komplett. Und natürlich, das Leben im Metaversum, ich hatte da vor 8 Jahren, hatte ich da einen Vortrag vor Schweizer Professoren gehalten. Einer ist schreiend rausgerannt nach 5 Minuten, weil er es nicht ausgehalten hat. Der hat das genau vorweggenommen, was jetzt alles gerade so passiert. Ich hatte damals bei der UNESCO einen Vortrag gehalten in Paris. Da hatten sie das schon vorgestellt, warum Roboter eigentlich erfolgreichere Therapeuten sein werden. Und Therapie mit VR-Brillen. Gestern hatte ich einen Call mit einer Bekannten und die hat mir das auch noch erzählt. Hat auch Vorteile, ne, weil Leute sich vielleicht mehr öffnen, weil sie weniger Angst haben, bewertet zu werden vom Therapeuten und so.
Aber ich bin da, glaube ich, eher altmodisch und ich glaube, der menschliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen, der direkte. Und wir werden wahrscheinlich immer mehr, also was uns die ganzen Hollywood-Filme so gezeigt haben, in Matrix und weiß ich nicht, was alles gegeben hat, diese ganzen Filme, immer mehr zu dieser tatsächlich Verschmelzung von, wie der Transhumanismus das ja verkündet, von Mensch und Maschine hinkommen. Ne? Das heißt ja, schon ein paar Jahren hast du schon kein Smartphone mehr, dann bist du das Smartphone. Ne? Und ob man das will, weiß ich nicht, aber ob einem die Gesellschaft nachher noch eine Chance lässt, da nicht mitzumachen, du kannst ja mittlerweile teilweise in größeren Städten, kriegst schon keinen Parkplatz mehr, ne? Wenn du nicht mitmachst. Ne? Und das ist, ja, wir brauchen vielleicht wieder eine Gegenbewegung kultureller im Kollektiv gegen Kultur, eine Counterculture, sagte man in den 60ern, zu dieser ganzen digitalen Dystopie auch. Ne? Also das Digitale wird ja ausschließlich als Fortschritt gesehen. Wenn die Verbindung weg ist, um das noch abschließend zu sagen, dann fängst du eben an, die Scheiße zu kaufen, weswegen die mit den Autos da im Kreis fahren den ganzen Tag. Während der Werbepause kommt dann der Brühwürfel von Maggi und sagt dir, wenn du den isst, kriegst du den Typen ab und siehst schöner aus. Und dann isst du halt den Brühwürfel jetzt, ja, oder irgendwas anderes, ja, keine Ahnung, ja. Ja. Ja, nee, verstehen das. Ich glaube, das ist eben, wir sind in einer Konsumgesellschaft und uns wird ständig verkauft, wenn du so aussiehst, dann bist du endlich glücklich. Wenn du jetzt das Haus Genau, und den ja Kredit genau. aufnimmst, dann bist du ein besserer Mensch. Wenn du den Mann hast, dann bist du endlich eine super Frau und was weiß ich, ne? Und letztendlich, dann haben wir das alles. Ich meine, sehen wir ja auch und trotzdem sind wir nicht glücklicher. Und das, Genau. nee, aber das habe ich auch bei meinen Reisen einfach festgestellt, dass in den Ländern wirklich die viel, viel weniger haben, ne? Die sind so herzlich, da sind die Herzen offen, die laden dich ein, die teilen ihr letztes Brot mit dir, ne? Und das ist alles das, was wir eigentlich nicht mehr in Deutschland erlebt haben, ne? Und da ist Ja, nicht ja. nur Deutschland, sondern so generell, sagen ja auch alle Menschen in Europa, ne? Und wir haben Ja. alles, wir haben so viel und trotzdem sind wir so unzufrieden und eben in der Trennung. Und ja, ich habe immer noch auch für meine Tochter so die Vision, dass wir da wieder in eine andere Welt kommen oder eben, dass wir einfach selbst Dinge hinterfragen, eben wie du schon gesagt hast, brauche ich das wirklich? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich eben zusammenleben mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meiner Familie? Ne? Und da immer wieder zu sagen, du hast es selbst in der Kraft, in der Macht zu entscheiden. Also bleibt kritisch hinterfragt, was ihr nutzt, was ihr braucht, was ihr wollt, immer wieder. Ja. Jürg, ich danke dir sehr, war ein spannender Austausch. Vielen Dank, dass du mit dabei Danke warst. dir, Wir Jenny. werden alles unter dem Video verlinken und wie auch Menschen mit dir in Kontakt kommen können. Auch das packen wir alles drunter. Und ja, dann ich wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao.